Wir starten heute ein absolut krasses Brawl Stars Projekt und zwar einen Pay-to-Win-Account, bei dem wir so gut es geht alle Angebote mitnehmen und bei 0 Trophäen und mit einem Brawler starten und dann alle Brawler freischalten wollen und die 10.000 Trophäen erreichen wollen. Das ist das Ziel, das ist die erste Folge und ich bin auf jeden Support von euch angewiesen für weitere Folgen. Viel Spaß! Und damit geht es los mit einem hoffentlich absolut geilen Projekt. Wir sind direkt im Tutorial drin, das werde ich erstmal spielen und wir sehen uns gleich wieder. Wir killen den großen Roboter, haben damit die erste Stufe geschafft und wir brauchen jetzt einen Namen. Wir nennen es einfach mal jetzt Jonas 2. Ich weiß, ich bin sehr kreativ, ich habe irgendwie Lust auf diesen Namen gehabt. Wir sind 23 Jahre alt und damit geht es rein. In die erste Runde Solo-Showdown, das ist aber jetzt noch eine Bots-Runde. Bots-Runde, man sieht auch an den Namen der Bots. Also ja, ist jetzt nichts Besonderes. Und damit, was, wie wenig Schaden macht unsere Ulti mit 12 Cubes? Keine Ahnung, egal. Damit haben wir den ersten Win. Mit Shelly, übrigens auch Shelly mit neuem Aussehen. Und jetzt geht's wirklich los. Das ist jetzt die allererste richtige Runde in Solo Showdown auf 0 Trophäen. Unsere ersten 10 Gegner und nach dieser Runde kann es richtig losgehen. Wir werden uns auf jeden Fall direkt den Brawl Pass kaufen, würde ich sagen. Wenn wir uns den kaufen können schon. Ansonsten vielleicht auch schon mal das erste Angebot, je nachdem, was so drin ist. Wir schauen auf jeden Fall in den Shop rein. Und Shelly ist jetzt noch Power 1. Also, wir werden sie natürlich jetzt schon mal ein bisschen hochraden. Wobei es gar nicht mal so leicht ist, ne? Also, wenn wir die maxen wollten, würde es uns, glaube ich, 100 Euro kosten. Was man natürlich deswegen auch nicht macht und was ich jetzt auch nicht machen werde direkt. Aber trotzdem, ich glaube, zumindest irgendwie so Power 7 und das erste Gadget wäre, glaube ich, schon ziemlich nice für den Anfang. Das ist eigentlich so mein Ziel und ich glaube, hier wird es jetzt nicht so schwer werden. Wir können die hier easy killen. Ich spiele extrem schlecht. Sekunde, wie ist die Ems nicht gestorben, hä? Okay, es ist gar nicht mal so leicht. Bau wurde auch extrem verbessert. Wir müssen echt ein bisschen aufpassen jetzt. Ja, okay, da läuft es rein. Glück gehabt. Und damit auch jetzt aber der erste richtige Sieg, wie gesagt. Also davor waren ja offensichtlich Bots. Die ersten 10 Trophäen, wir kriegen einige XP. Die heißen ja XP inzwischen und nicht mehr Marken. Und der Trophäenfahrt. Ihr habt vielleicht gesehen im Trophäenfahrt-Opening-Video, dass man im Trophäenfahrt vor allem unfassbar viele Brawler freischalten kann. Also wir sehen hier schon mal 200 Powerpunkte. 160 Credits entsprechen Nita. Eigentlich hätten sie auch direkt Nita hinpacken können, aber egal. Dann haben wir Brawl Ball. Dann haben wir hier 320 Credits. Und das alleine sind die Belohnungen hier. Ne, hier, bis 100 Trophäen. Das ist schon echt krass, was man am Anfang alles bekommt und was wir noch alles bekommen werden. Wow. Jetzt müssen wir erstmal lernen, wie man Brawler upgradet. Es ist nicht allzu schwer. Jedes Upgrade entspricht 10% mehr Leben und 10% mehr Schaden, ausgehend vom Ausgangswert. Also schon ordentlich. Am Ende dann das doppelte Leben, doppelter Schaden. Vor allem sind damit die Powerlevel auch entscheidender. Früher waren es ja nur 5%. Und, boah, ich will jetzt eigentlich schon den... Was machen wir? Wir gehen erstmal in den Shop rein. Was haben wir im Shop? Supercell-ID, das Allerwichtigste. Oh Gott, stimmt. Was machen wir jetzt? Bevor wir irgendwas machen... Save ich erstmal den Account. Ah, und damit kriegen wir auch direkt den allerersten Brawler und zwar Barley. Einfach kostenlos. Bisher sind wir sogar Free-to-Play, aber ja, wie gesagt, ich will jetzt auch nicht komplett übertreiben, ne? Aber ich denke mal so, das ein oder andere Angebot wird es halt schon extrem helfen. Magier, Barley haben wir nochmal on top. Stopp mal, wir haben die Brawley-Desk-Geschenke. Oh mein Gott, das ist eigentlich der perfekte Zeitpunkt, um einen neuen Account zu starten. Wir kriegen direkt ein Spieler-Icon. Wir kriegen direkt im Dings, wir kriegen direkt ein Star. Episch. Oh mein Gott. Okay, 200 Münzen, das ist nicht so krass weiter. Wir kriegen am dritten Tag Miko gratis. Überleg mal, wie geil es eigentlich ist, heute einen Account zu starten. Das ist eigentlich das Schlauste, was ich machen kann, weil ab 2024 kann ich den Brawler ja nicht mehr abholen. Und auch die ganzen Gratisbelohnungen nicht mehr abholen. Dann kriegen wir noch den Dunklen Engel Cold Skin, wie er auf Deutsch heißt. Also, wir kriegen super, super viele Sachen direkt gratis. Also wirklich, eigentlich ein guter Zeitpunkt, um anzufangen. Wir hier so einen wütenden Miko-Pin. Und noch drei weitere Belohnungen direkt. Und zwar, einen weiteren Drop. Selten, ist okay, nehmen wir mit. Dann einen Miko-Pin mit dem Daumen und den hier, den kennen wir ja schon. Geil. Und nochmal, ich glaube noch ein Startup. Ist okay. 20 Bling, ist okay. Okay, wir scrollen durch. Yeti Sam, Krampus Ash. Oh, das sind halt die ganzen Weihnachtsdinger. Den Miko-Skin auch noch direkt. Und wir haben all... Wie können wir am ersten Tag direkt einen Jackpot mit 100 Credits im Shop haben? Wie viel Luck kann man bitte haben, hä? Überlegt, das ist so krank, überlegt euch das mal. Das sind 100 Credits für Nita. WTF. Okay, bevor wir jetzt irgendwas machen. Creator-Code, Jonas natürlich hier im Shop eintragen, wer nämlich supporten wollt. Ist völlig kostenlos. Alle 7 Tage gerne neu eintragen, ansonsten verschwindet der Code nämlich. Vielen Dank. Und damit, boah, ist natürlich die Frage. Die kosten doch alle Gems. Ja, ja. Komm. Wir haben jetzt hier nämlich einmal 2000 Gems für den Account. Bitte auf gar keinen Fall natürlich zu Hause nachmachen. Wir werden das auch für mehrere Folgen nutzen. Und das Ganze ist natürlich nur durch euren Support und euer Zuschauen ermöglicht. Also vielen Dank. Und damit... Boah, ist eine gute Frage. Was nutzen wir jetzt? Als allererstes wollen wir eigentlich direkt unsere Powerlevel von unserem ersten Brawler nach oben bekommen. Dafür brauchen wir Münzen und Powerpunkte. Und vierfacher Wert steht da. 100, nee, das ist am besten, denke ich. Ja. Oder hier direkt das hier nutzen. Okay, ich habe mich entschieden. 59 Gems. Wir kriegen direkt 1000 Münzen und 800 Powerpunkte.
Und ich will es mal nicht komplett übertreiben. Wir nutzen das jetzt erstmal direkt, um direkt... Jetzt habe ich auch noch zwei weitere Brawler. Wir bleiben aber erstmal bei Shelly. Wir bleiben erstmal bei Shelly. Und wie hoch kriegen wir Shelly? Ich will es jetzt eigentlich mindestens Power 7 kriegen und das erste Gadget kaufen, mein Ziel. Kann ich das hinkriegen? Power 7 ist erreicht. Gadget ist freigeschaltet schon mal. Da sehen wir es. Alle Brawler schalten ihren Gadget-Slot auf Power 7 frei. Ja, gut, das wissen wir. Danke. Jetzt haben wir viel zu wenig Münzen. Schade. Okay, dann kaufen wir einfach den Brawl Pass. Das müsste eigentlich klappen. Wir könnten theoretisch sogar plus 5 Stufen holen. Machen wir das? Ich habe jetzt sogar die plus 5 Stufen mitgenommen. Und damit werden wir es auf jeden Fall hinkriegen, oder? Wir heben uns mal die Credits und so noch auf. Wir wollen jetzt gerade wirklich nur die Münzen wollen wir eigentlich vor allem benutzen, genau. So, zack. Und jetzt können wir nämlich reingehen, kaufen das erste Gadget. Und wir nehmen direkt das Snipe-Gadget. Das hier, Throntauben. Absolut geiles Gadget. Und damit geht es rein. Auf geht's. Dieses Gadget ist vor allem auch eine sehr gute Wahl, weil damit haben wir natürlich direkt die Möglichkeit, zu einem Sniper zu werden. Und das als Shelly. Also das Throntauben-Gadget von Shelly. Absolut krasses Gadget, auf jeden Fall. Eigentlich auch Pflicht für Shelly. Guck mal jetzt hier. Ne, wir holen erstmal die Kiste. Und mein Ziel ist übrigens auch, ich glaube, wir wollen die Brawler sogar relativ gleichmäßig leveln. Warum gleichmäßig? Weil, ja, weil es irgendwie geil ist, dass wenn wir irgendwie so 5 Brawler Power 11 haben, den Rest halt nicht. Oh, ich habe nicht hingeschaut. Nicht gut gelevelt. Erste Ult ist da, sehr schön. Und ich würde gerne mein Gadget mehr nutzen. Jetzt hier, guck mal. Da ist eine Shelly. Habe ich es gewastet. Nee, komm raus. Habe ich es gewastet. Perfekt, super. Oder? Nee? Oh Gott. Hier, leichter Struggle hier schon mal. Ich muss ein bisschen konzentrierter spielen. Es ist halt auch immer schwierig, ne? Wenn man hier auf, keine Ahnung, 0 Trophäen oder so spielt. Natürlich auch komplett konzentriert zu sein. Aber man muss jede Runde ernst nehmen. Okay, jetzt haben wir schon 7 Q. Jetzt hier, schau mal hier. Gegen den El Primo. Der will jetzt hier abhauen. Keine Angst nicht. Jetzt ulten wir hier drauf. Snipen weiter drauf. Ja, hat fast noch die Jessie gekillt. Schade. Nicht ganz. So, Junge, wie habe ich da daneben schießen können? Aber damit haben wir schon mal den ersten Win. Den zweiten Win insgesamt. Sind wir 20 Trophäen. Und kriegen wir schon mal irgendwie Belohnung jetzt? Doch, wir kriegen eine ganze Menge Belohnung. Ich fasse es nicht. Schaut euch das jetzt an. Wir kriegen zuallererst schon mal den allerersten Skin. Ist auch, nee, den zweiten Skin. Wir hatten schon den Magier Barley. Aber ist eigentlich krass, was man alles hinterhergeworfen bekommt. Morgen werden wir direkt Penny oder Daryl kriegen. Danach halt Power 5. Dann Power 7 für Daryl. Und so, also, oder halt Penny, je nachdem. Ne? Und so weiter und so fort. Pins. Und am ganzen Ende, also ganz am Ende, nach Tag 15, hätten wir Griff oder, nicht Surge. Griff oder Edgar. Surge ist in dem Kalender, wenn man zurückkommt nach einer Inaktivität. Also, ja. Wechselt. Egal. Also auf jeden Fall absolut kranke Belohnung. Da werden wir noch einiges mitnehmen können. Und jetzt erstmal, ja, komm direkt weiter im Trophäenpfad. Die allererste Runde Brawler auch gleich. Den nächsten Brawler direkt freigeschaltet. Wir haben Nita. Auch nochmal sehr geil. Da haben wir Nita schon mal als einen wichtigen Support-Brawler. Und El Primo auch schon so ziemlich fast freigeschaltet. Brawler auch. Und das heißt, wir sind jetzt auf... Ja gut, wir haben 4 Brawler. Also 3 freigeschaltet. Aber immerhin, für die ersten paar Minuten auf dem Account. Und vor allem haben wir die ja auch als alle ohne Angebote bekommen. Es ist schon eine Menge. So, die 10 Gratis-Gems auch noch natürlich hier abholen. Wichtig. Und damit gehen wir rein in die allererste Runde Brawl Ball. Und die Frage, die ich mir jetzt stelle, haben wir schon Winning-Streaks? Weil Winning-Streaks wären ja absolut krass. Also Siegesserien sind heute zurückgekommen ins Spiel. Okay, also die Shelly läuft in die falsche Richtung und weiß auch irgendwie gar nicht, was sie mit dem Ball anfangen soll. Und leider gibt es ihn auch nicht her. Das heißt, es kann ich eigentlich... Also eigentlich muss ich jetzt hoffen, dass die Shelly stirbt, dass wir den Ball dann kriegen. Aber wenn... Er sieht aus als so eine... Junge! Das sind einfach die Momente, die, finde ich, solche Projekte auch ausmachen. Wir denken uns einfach nur beide... Alter! Ja, egal. Machen kurz einen Cut, was soll ich machen? Na, Junge, was macht sie da? Sie versucht, ein Eigentor zu schießen. Jetzt stellt sie sich noch beleidigt in die Ecke. Ich hab den Ball. Endlich. Geil. Okay, ich kann hoffentlich scoren. Junge. 1-0. Nach 1,5 Minuten. Und was macht die Shelly jetzt? Sie bleibt, die bleiben beide stehen. Perfekt. Also jetzt ein Sniper. Jetzt noch die Ulti hier eingesetzt. Die war jetzt nicht optimal. Ja, das war jetzt wirklich nicht optimal. Die sind beide AFK. Ich fasse es nicht. Ups, ich bin bald einmal zu ihm gepasst. Egal. Was soll ich tun? Also ich glaube, eins merken wir schon. Wir werden auf jeden Fall... Oh, sehr schön. Wir werden auf jeden Fall wenig Brawl Ball oder wenig 3 gegen 3 spielen. Ich werde wahrscheinlich eher Solo spielen. Aber wir werden alles Mögliche machen. Müsst immer sagen, was ihr wollt. Aber ich denke, so abwechselnd ist eh geil. Aber was war das für eine erste Runde? Das ist Starspieler. Cool. Und keine Siegesserien, hä? Das ist echt schade. Schon mal ein Trophäenfahrt, ob das irgendwo steht. Ich habe keine Ahnung, wann wir Siegesserien kriegen können. Also eigentlich schon ab 0 Trophäen bei jedem Brawler, aber vielleicht Gesamttrophäen spielen eine Rolle, schätze ich mal. Okay, 12 Trophäen, dann kriegen wir 320 Credits. Und im Pass haben wir auch noch einiges. Dafür brauchen wir jetzt am besten nochmal einen ersten Platz, einmal einen Solo-Showdown und danach machen wir mal eine Runde Duo-Showdown. Ich will auch mal eine Runde Duo einbauen, komm. Wenn wir verlieren, dann werde ich es bereuen, aber komm, das schaffen wir. So, Jackie auch hier sehr schön rausgenommen. Wir sammeln einfach Cubes und dann gehen wir auf die letzten Brawler. Perfekt. So, beide weggeultet. Was? Achso, es waren noch die letzten 2. Einer ist noch übrig. Und dann haben wir einen Win. Okay, der letzte Gegner geht irgendwie gar nicht aus dem Busch raus. Aber wir haben es geschafft. Damit sollten uns jetzt noch, ich glaube, 2 Trophäen fehlen. Wir haben die Siegesserie. Ich weiß nicht, ob sie erst jetzt kommt. Ich bin so froh, dass sie kommt.
Wisst ihr, was das bedeutet? Wir werden so krank pushen können. Wir müssen diese Siegesserie um jeden Preis halten. Wir müssen sie einfach halten. Überleg mal, wir können diese Siegesserie halten. Wir werden jedes Mal plus 5 extra kriegen, was absolut krank wäre. 500 Münzen. Ein Sieg für die Crew. Uns fehlt genau eine Trophäe, aber das ist jetzt egal. Wir machen jetzt Duo-Showdown und die Siegesserie wird so reinknallen. Ich habe so Bock gerade. Es wird absolut krass werden. Also ich freue mich gerade so über diese Siegesserien. Ihr müsst überlegen, das sind ja 5 Trophäen extra. Das heißt, wenn wir jedes Mal gewinnen würden in Solo-Showdown, sind das 50% extra Trophäen, die wir einfach so bekommen. Wir pushen viel, viel schneller damit. Viel schneller einfach. Und ja, was soll ich sagen? Ich bin gerade einfach nur happy. Wir holen uns jetzt hoffentlich einen Win. Haben jetzt hier noch andere Shelly als Mate. Wir snipen hier mal drauf. Komm. Oh je, wie kann die denn... Alter, du musst einfach nur Auto-Aim. Egal, nicht aufregen, jeder hat mal angefangen. Also, ich glaube, auch das ist wichtig, glaube ich, in dem Projekt, dass wir nicht uns aufregen wollen zu sehr über unsere Mates. Und damit sind wir jetzt hier in Showdown. Schaut euch das jetzt an! Okay, meine Ulti war jetzt aber auch grauenvoll, ehrlich gesagt. Jetzt aber zack. Oh, ein Schuss noch. So, jetzt aber zack. Sehr schön, Platz 1. Ja, und damit ein absolut geiler Auftakt. Oh, wir haben jetzt schon 50. Wir kriegen jetzt schon plus 2 extra Trophäen. Die Siegesserien sind wirklich das Highlight des Tages für mich. Und jetzt zum ersten Mal sogar Stardrops freigeschaltet. Das heißt, mit dem nächsten Sieg kriegen wir auch den ersten Stardrop. Aber wir wollen natürlich jetzt erstmal wissen, was bekommen wir mit 320 Credits. Wir kriegen auf jeden Fall den nächsten Brawler, das ist klar. Und vielleicht noch direkt den nächsten. El Primo ist freigeschaltet. Am Anfang vor allem die seltenen und super seltenen. Wahrscheinlich auch heute schon den ersten epischen, gehe ich mal von aus. Wir werden auf jeden Fall noch ein Angebot kaufen, keine Sorge. Super selten. Jesse schon 260 Credits. Okay, wir schauen mal weiter, wo es weitergeht. Wir kriegen Quests. Die, okay, ich würde sagen, wir sehen es eine Runde später. Ich will auf jeden Fall die Quests erstmal freischalten und dafür gehe ich am besten solo. Auf geht's, eine Runde für Quests, 10 Trophäen, das, ja, das ist sehr machbar. Ich werde die Runde zusammenschneiden, es wird nicht schwer werden, bestimmt. Oh, ich jetzt fast verkackt. Übrigens, um die Streak zu halten, müssen wir jedes Mal mindestens Top 4 kommen. Also ist sogar ein bisschen lockerer. Platz 1 müssen wir nicht schaffen, also keine Sorge. Und das ist der Sieg. Damit 10 Trophäen plus 63 insgesamt. Und das bedeutet... Komm, bitte. Legendärer Stardrop. Nein. Wäre geil gewesen. Wäre wirklich geil gewesen. Okay, der mythische Stardrop. Der erste Stardrop, der schon mal besser ist, sage ich mal. Es kann theoretisch ein Brawler sein. Wir haben noch einiges übrig. Und? Oha, das ist ein Gadget für Shelly. Das ist auch eigentlich ziemlich geil. 1000 Münzen einfach so. Wenn wir es im Angebot kaufen würden, wären es so ein paar Euro umgerechnet für Gems. Also eigentlich... ziemlich geil. Ganz ehrlich, das Gadget brauchen wir nicht, weil das ist ziemlich trash, ne? Aber wir freuen uns trotzdem. Man will ja alles mitnehmen, was man bekommt, ne? Viel wichtiger ist jetzt hier, wir haben die Quest jetzt schon bekommen. Also jetzt schon freigeschaltet. Wo sind denn? Okay, haben wir da noch mehr? Nee. Aber wir machen die erstmal. Guck mal jetzt hier. Gewinne 3 Kämpfe und gewinne 3 Kämpfe Brawler oder Duo Showdown. Wir machen es trotzdem, auch wenn es mit Teams ist. Okay, dann lass die beiden Quests machen und dann holen wir zum ersten Mal den Brawl Pass ab. Da kriegen wir nämlich schon mal einiges. Schaffen wir, easy. Sekunde mal, wieso haben wir... Ah, wir haben den Badita Shelly Skin vergessen zu aktivieren. Ich finde den Skin aber auch irgendwie etwas hässlich, aber okay. Okay, also dreimal müssen wir gewinnen. Ich habe mich entschieden, wir machen wenigstens einmal Brawl Ball, damit wir ein bisschen Abwechslung haben. Die anderen beiden Runden hole ich in Duo Showdown. Wir haben Doppel-Miko, das kann ja sogar gut werden. Die haben ihn wahrscheinlich gerade erst freigeschaltet, gehe ich mal von aus. Hoffe ich mal zumindest. Angst, oh je. Ich will jetzt meine Winstreak natürlich auch nicht verlieren. Also, ja, danach spielen wir wieder 3 vs. 3, aber ich glaube... Ja, okay, der ist mich eh scoren wichtig. Sehr gut. Aber jetzt mal ernsthaft, ich glaube, es ist erstmal die letzte Runde Brawl Ball. Oh, sehr schön. Die ich spielen sollte. Double Kill wieder. Denn, ja, es ist so riskant. Ich will meine Streak nicht verlieren. Wir gehen auf plus 5 Trophäen gleich extra. So, der allererste. Wir sind Starspieler erstmal, sehr schön. Junge, plus 4 jetzt schon. Danach plus 5 immer. Der erste Quest-Fortschritt. Und 2 Siege jetzt noch ganz spannend in Duo-Showdown. Und damit geht es rein mit Shelly und Frank. Also, wenn wir jetzt zweimal gewinnen, dann haben wir tatsächlich schon 100 Trophäen mit Shelly. Das ist übel krass. Ich würde es nicht zu krass mit, nur mit Shelly pushen. Ihr wollt bestimmt auch die anderen Brawler noch sehen. Aber ich dachte mir, komm, dann bist du einen Brawler schon mal gelevelt und ein bisschen höher haben. Zumindest auf Rang 10 schon mal den allerersten. Und das geht so schnell mit diesem Streak-System. Ich liebe es. Frank haut jetzt hier die Ulti raus. Wir sind direkt in Showdown. 12 Cubes. Genauso muss es laufen. Wo genau ist der Gegner jetzt? Da. So, zack, einmal geultet und... Boah, also von mir aus kann ich den Frank-Mate eigentlich eh behalten, der war eh solide. Das heißt nämlich jetzt vor allem für unsere Quest, unsere allererste Quest, by the way. Alter, das ist so viel Trophäen, plus 14 damit mit dem Win. Und wir sind... Ich darf nicht nochmal spielen drücken. Ein Sieg entfernt. Und dann noch Juwelenjagd. Okay, wir haben Ronaldo in der Lobby, sehe ich. Okay, perfekt. Und das ist die entscheidende Runde für 100 Trophäen. Dann haben wir schon Juwelenjagd. Wir werden auch extra einmal Juwelenjagd spielen. Ihr wisst, ich bin jetzt nicht der Fan von Juwelenjagd. Aber wenigstens einmal, wenn wir den Modus freischalten, können wir es schon machen. Und in manchen Quests wird bestimmt eh Juwelenjagd drin sein. Also, ja, werden, glaube ich, eh nicht drum rumkommen. Und dann haben wir übrigens vor allem die erste Quest erledigt. Und werden auch, pass auf, schöner Snipe,
und werden auch dann den Pass öffnen. Den Rest. Mal schauen. Ich habe irgendwie auch einen super soliden Mate-Up bekommen. 10 Cubes jetzt hier. Sind in Showdown at den Bären direkt ready. Das Praktische beim Bären ist immer, dass der einen für einen sucht, wo die Gegner sind. Weil, ja, ich hasse echt nichts mehr, sage ich ehrlich. So, Gegner gefunden. Auch Gegner Nummer 2 kann sich nämlich jetzt nicht mehr verstecken. Und damit haben wir es geschafft. Das ist halt so ein krasser Fortschritt, den man immer am Anfang hat. Aber diese Streaks sind immer on top. 14 Trophäen. Plus 2 Quests, 400 XP damit. Das bedeutet, wir sollten den Pass, glaube ich, mindestens mal eine extra Stufe schaffen. Haben dazu nochmal einen Stardrop. Und nicht vergessen, dieser ganze Fortschritt ist zum größten Teil noch ohne Geld sehr gut möglich. Wir haben eigentlich jetzt nur, ja, wir haben den Pass halt schon und echtes Gadget dadurch bekommen. Da haben wir es. 7er Streak, also ich bin mal gespannt, was da noch heute stehen wird. Ziel ist natürlich am besten, nicht zu verlieren und die Streak zu halten. Auch im besten Fall noch für die nächste Folge. Juwelenjagd. Ja, machen wir gleich eine Runde. Aber zuerst, wie versprochen, gehen wir in den Pass rein. Wir machen erstmal die weniger spannenden Sachen. Ey, wir haben 2750 Bling. Das ist eigentlich ziemlich geil. Schau ich gleich. Powerpunkte natürlich dazu. Wir machen am besten, wir kaufen irgendeinen Skin, den ich geil finden würde. Das überlege ich gerade. Und wie viele Münzen und Powerpunkte haben wir jetzt? Wir haben 1300 Powerpunkte und 2000 Münzen. Okay. Also das Pin, ich weiß nicht, Pins nutze ich jetzt eigentlich eh nicht. Die werde ich jetzt nicht kaufen, würde ich sagen. Ich glaube, Bling warte ich noch ab, oder? Der Skin ist echt hässlich. Keine Ahnung. Jetzt wäre gerade PSG Shelly im Shop für 2750 Bling, aber ich möchte sie eigentlich nicht. Wir kaufen lieber einen schöneren Skin für den anderen Brawler, den wir gleich pushen kommen. Jetzt wird es aber interessanter. Wir haben richtig viele Credits zumindest schon mal. Also das heißt richtig viele. Aber gerade für den Anfang sind so 300, 400 Credits echt eine Menge. Und wieso sind da 111 Credits, hä? Seit wann sind da 111 Credits im Pass, hä? Hä, das sind auch so random einfach 74. 70, 74. Der Pass sieht doch 100%. Hä? Bitte mal in die Kommentare schreiben. Bin ich gerade lost oder ist der Pass irgendwie anders, wenn man einen neuen Account startet vielleicht? Wieso kriege ich da so komische Credits zahlen, hä? Wow. Also keine Ahnung, was da abgeht, aber super komisch, oder? Ganz, ganz seltsam irgendwie. Ich verstehe es wirklich nicht. Na, wir haben Jesse auf jeden Fall. Jesse als nächsten, als ersten super seltenen sogar. Als ersten super seltenen Brawler. Und klar, wir haben natürlich auch schon Nico als ersten mythischen. Und Poco kriegen wir auch noch direkt. 111? Wieso 111? Keine Ahnung, aber wir haben ihn. Das heißt, insgesamt für die erste Folge schon mal einen großen Fortschritt. Klar, wir haben jetzt keine selteneren Brawler gezogen, aber wir haben tatsächlich 7 Brawler. Also 6 Brawler schon gezogen. Und das meiste haben wir Free-to-Play geschafft. Also, ja, okay, Miko vor allem. Und vielleicht 3 selten hätten wir sicherlich auch ohne Geld geschafft. Okay, extra, weil wir den Modus freigeschaltet haben, machen wir eine Runde Juwelenjagd, okay? Aber wirklich, wenn ich jetzt verliere, bin ich richtig sauer. Weil gerade ein Juwelenjagd kann das noch leichter passieren. Weil da kann ich auch nicht so einfach Tore schießen. Da muss halt die Gems auf jeden Fall... Ist gut. Die Gems auf jeden Fall behalten. Aber wir schaffen das schon. Mal schauen. Ja, perfekt. Mein Mate ist gestorben. Ich wurde zurückgedrängt. Musste die Gems nehmen. Und er holt sie wenigstens zurück. Okay, aber ihr seht schon... Oh, bitte nicht meine Streak jetzt beenden, weil das wäre echt ärgerlich. Snipe vielleicht nochmal hier. Nice. Oh, darf ich die Gems ein bisschen... Okay, 7 Gems. So, er stellt sich auf ganz entspannten die Minen rein. Kriegt Angst fast... Ich muss jetzt ganz schnell die Gems nehmen. Oh, wir liegen hier hinten. Ulti vielleicht. Ja, ich habe 9 Gems jetzt erstmal. Ist, komm. So, meine Mates machen irgendwie überhaupt nichts. Oh mein Gott, ist das so wichtig. Okay. Das war auch erstmal die letzte Runde Juwelenjagd. Aber dann haben wir gleich schon mal den ersten Brawler Rang 10, denke ich. Starspieler 5:1, sehr wichtig. Und damit 116. Geil. Okay, wir schauen nochmal in Trophäenfahrt. 150, kriegen wir 350 Credits. Aber das erste Ziel, was wir jetzt gerade haben, ist natürlich Shelly Rang 10. Das sind, glaube ich, nur noch 2 Spiele. Auf geht's. Und damit haben wir direkt die erste Runde. Wir sollten pro Runde bis zu 15 Trophäen kriegen. Wenn wir natürlich gewinnen. Und das Wichtigste, wir müssen mindestens Top 4 kommen. Ansonsten ist die Streak direkt vorbei. Und so wie es aussieht, kriegen wir wirklich alle Kisten. Das ist halt echt genial. Ich würde sagen, wir holen uns dann die Credits. Dann geben wir auf jeden Fall unser Bling für einen geilen Skin aus. Und ich habe euch versprochen, wir holen uns noch ein geiles Angebot heute. Das machen wir auf jeden Fall auch noch. Okay, der hat zwar 7 Mangs, der läuft auch voll an uns rein. Und damit sollten wir die Runde gewonnen haben. 8 Cubes. Wir sind jetzt hier in Showdown. Ha, Junge, das Snipe-Gadget war die beste Investition. Ich sag's euch, es war klar. Shelly, ganz, ganz wichtig, dieses Gadget zu geben. Und damit, Junge, plus 15. Es ist wirklich nur noch ein Sieg. Und wir haben es doch schon dann geschafft, oder? Passt. Ja, passt. Entscheidende Runde für unseren ersten Brawler Rang 10. Und es ging wirklich verdammt schnell. Fairerweise, es ging auch verdammt einfach, weil wir natürlich jetzt hier schon Power 7 sind. Aber, ja. Ja. Aber wir sollten das jetzt hier auf jeden Fall schaffen können. Da kommt ein... Ah, eigentlich sind Flächenschaden. Müssen wir aufpassen. Dodgen wir hier ein bisschen. Perfekt, genau. Nehmen wir hier die Kisten. Und dann können wir jetzt gleich einen Skin aussuchen. Und haben noch ein Game für die 350 Credits wieder.
dann haben wir heute schon locker irgendwie 10 Brawler freigeschaltet. Aber es sieht mir aus, als es ist, weil nicht vergessen, allein ein legendärer Brawler braucht später 3600 Credits. Das ist so viel wie 30 seltenen Credits. Oder nee, nicht ganz. 25, glaube ich. So, Shelly hier nochmal absnipen. Keine Ahnung, was der macht, aber ja. Bitte stehen bleiben. Nein, danke. So, jetzt aber komm, bitte. Ich habe keinen Bock mehr. Okay, Ulti ist da. Ein Kill. Und ich sag's wirklich, ich hab's jetzt, ich übertreibe jetzt ein bisschen mit den Streaks vielleicht, aber die bocken so hart. Einfach weil man es auch nicht gewohnt ist, so schnell Trophäen pushen zu können. Das ist geil. Da liegen irgendwie noch 3 Cubes rum. Perfekt. 4 sogar. Super. Danke. Und damit sind wir durch. Sehr geil. Der erste Brawler Rang 10. Und wir haben noch einiges vor heute. Der beste Teil kommt jetzt erst. Da ist es. Blink 10 kriegen wir. 15 Trophäen nochmal on top. 146 damit. Und das bedeutet fast die Credits. Fast. Und mein Ziel ist es jetzt, wir haben jetzt eine Menge Brawler schon. Ich entscheide jetzt je nach Skin, welchen Brawler wir nehmen. Wir schauen mal ganz kurz rein. Also, wir gehen in den Shop, wir haben 2750 Bling. Die reichen für einen super seltenen Brawler. Das ist Skin, oder? Geht auch episch? Ach so. Schade. Also bei den super seltenen Skins haben wir offensichtlich nur Ahorn Barley zur Auswahl. Der ist schon cool, aber ich weiß nicht, für Solo? Schon bei den seltenen? Ach so, und die müssen durchscrollen. Ach so, okay, dann Sekunde. Okay, es gibt viel mehr. Es gibt Einhorn-Ritter-Barley, absolut kranker Skin. Wir haben auch sehr, sehr krasse Skins hier für El Primo. Nita auch ein cooler Skin, finde ich ehrlich gesagt. Shelly hatten wir gerade schon. Jessie natürlich auch. Und nochmal Nita. Oh, was machen wir da am besten? Was schon cool, dass man mit dem Bling so viel Auswahl hat, merke ich gerade. Ist eigentlich krass, die Funktion, ne? Okay, da wir Solo schon und spielen wollen, würde ich sagen, gehen wir halt schon auf El Primo. Der hat auch 3 coole Skins. Das ist die Frage, El Rudo Primo, El Corazon oder El Atomico. Der wurde, glaube ich, sogar angepasst. Ich finde den Skin eh ganz geil, dann holen wir uns den. Und damit ist die Entscheidung auch gefallen, wenn wir zuerst pushen. Ich hoffe, ihr seid einverstanden. Wir werden auf Dauer eh wirklich versuchen, so gut es geht, jeden Brawler mal zu pushen oder hochzubringen. Auch mit Quests. Ödland haben wir. Geil. So, und das Wichtigste ist natürlich direkt zum Anfang. Und da sollen wir die erste Runde mit Power 1 machen. Einfach nur für die Spannung und danach ab... Oh, das ist, ich hoffe, ich bereue das nicht, aber ich probiere es, glaube ich, jetzt einfach. Ich meine, komm, wir sind auf 0 Trophäen. Aber wenn wir Power 1 sind, werden wir das schon schaffen. Einfach hier eine Runde für die Spannung. Danach aktivieren wir den Skin und werden natürlich auch direkt wieder Power 7 gehen, das erste Gadget holen. Star Power wäre mir jetzt für den Anfang, glaube ich, ein bisschen zu teuer. Weil dann müsste ich, glaube ich, direkt Gems ausgeben oder halt alles auf einen Brawler hauen, was ich nicht möchte. Und jetzt haben wir, glaube ich, instant... Ja, wir haben 5 Cubes. Gut, ich muss mich jetzt nicht feiern, wir sind auf 0 Trophäen. Aber wir sind immerhin auf Power 1, also haben schon Nachteile. Und jetzt wird es normalerweise easy für die Top 4. Da ist der erste Kill. Sehr, sehr gut. Da ist eine Jessie, die irgendwie komplett in uns reinläuft. Oder doch nicht. Perfekt, danke. Und damit haben wir schon fast die Top 4. Ein Platz fehlt uns noch. Und dann haben wir eh die Streak gehalten. Also, ich glaube, es war eine gute Entscheidung. Aber ich will natürlich jetzt gleich trotzdem hochleveln. Auch wenn ich natürlich ein bisschen höher gelevelt bin. Klar. So. Vorletzter Gegner. Die haben sich irgendwie beide wieder ziemlich krass versteckt. Aber das müsste es sein. Das Geile ist, wir laden auch die Ultis hier automatisch auf, ne? Wenn wir getroffen werden. Und... Na gut gedodged, fairerweise. Komm, wenn wir verlieren, bin ich sauer. Junge. Jetzt. Mit Power Level 1 den ersten Win. Und jetzt ist halt geil. Also ich finde auch interessant, was man doch auf alles hinbekommt, ohne jetzt irgendwie groß Geld auszugeben. Ne? Ich meine, ich habe jetzt wirklich nur den paar... Okay, gut, fair. Ich habe natürlich auch schon ein paar Münzen gekauft, aber die hätte ich jetzt nicht kaufen müssen. Habe ich jetzt auch hier nicht für den Boxer gebraucht. Selten. Das ist okay. Und jetzt erstmal die Credits. Okay, komm, erst die Credits. Erst die Credits. 350 Credits. Reichen nicht aus. Perfekt. Ja, aber fast. Wir haben gleich mal wieder den nächsten Brawler. Dann noch Teamereignisse bei 200. Also neuer Modus gleich. Saison-Quests sind noch geil. Wir scrollen noch nicht ganz, aber hier sind 450 Credits auch. Ich will noch nicht ganz nach oben scrollen, dass wir nicht gespoilert werden. Aber es wird auf jeden Fall einiges kommen, das ist klar. Wir könnten auch Jackie sofort freischalten. Mache ich jetzt nicht. Muss es echt nicht sein. Wir haben gerade eh genug Brawler. Direkt 15 Trophäen auch. Ist halt wieder geil, ne? El Atomico an. Und jetzt hier. Power 2. Wir hatten gerade 6000 Leben. Und jetzt haben wir 9600, ne? Also schon, ja, so, ja, 70% halt mehr, logischerweise. Stimmt, 70%. Ne, 60 müsste es sein. Stimmt. Welches Gadget? Wurf oder Asteroidengürtel? Ich nehme den Wurf. Ich finde, Asteroidengürtel ist auch nicht schlecht, aber ja. Wir hatten auch genau übrigens 1000 Münzen. Damit können wir jetzt einen wegwerfen. Und jetzt kann es hier losgehen. Elva Streak auch schon am Start. Geil. 6 verschiedene Brawler haben wir freigeschaltet. 5 haben wir noch gar nicht gepusht. Ich bleibe jetzt aber erstmal bei El Primo, weil da haben wir auch den Skin. Und... haben auch schon wieder gleich den nächsten Modus. Geil. 2 Siege, dann haben wir 30 Trophäen. Und das heißt auch schon fast wieder den nächsten Spielmodus freigeschaltet. Und jetzt hier einmal den Skin. Ich weiß nicht genau, was ist angepasst wurde, wenn ich ehrlich bin. Also vor allem finde ich bei dem Skin halt diese Atomeffekte halt cool. Deswegen heißt er auch El Atomico. Und ja, also für den Preis finde ich einen der geilsten Skins. Und wir müssen aufpassen, dass wir jetzt hier unsere Streak nicht verlieren. Aber ja, das sieht sehr gut aus. El Primo sowieso, glaube ich, eine sehr gute Wahl für den Anfang gewesen. Einfach als Tank sehr stark. Und der nächste Kill hoffentlich. Ja, der ultet weg, aber... Ah,
ich will auch schon die Runde gewinnen am besten. So, so machen wir es am besten. Unser Wurfgadget habe ich gar nicht genutzt, stimmt. Das ist super im Nahkampf und die Gegner kurz, die können halt kurz nicht angreifen damit. Und damit 12er Streak, sehr geil, 30 Trophäen schon mal. So, insgesamt bei 176 im Pass. Na, dauert noch ein Stück, schade eigentlich. Ich schaue mir mal ganz kurz die Angebote an. Also ich denke, einen von diesen Skin-Angeboten hole ich mir. Ich lasse euch auch jedes Mal ein bisschen mitbestimmen, was ihr natürlich auch am liebsten sehen wollt. Aber ich denke, ihr wollt eh ein Angebot an sich sehen. Der wäre auch cool. Der wäre auch cool. Stimmt. Okay, dann machen wir es so. 2 Siege, dann werden wir sowieso einen neuen Modus freischalten. Und dann schauen wir mal, wie der Modus aussieht. Oder ich weiß auch nicht, welcher Modus es sein wird. Und welcher Brawler gut sein wird. Und dann schauen wir, dass wir einfach mal dafür dann vielleicht einen passenden Brawler auswählen. Und dann auch ein passendes Angebot einfach kaufen. Je nachdem. Genau. So, Mitte haben wir wieder easy bekommen und danach ist, also vor allem auf der Map ist es super wichtig, wer die Mitte bekommt, ne? Wir sehen es hier nochmal, wie krass es jetzt aussieht. Wurfgadget nutzen, um ihn wieder hier ranzuschleudern. Perfekt. Ja, und damit haben wir eigentlich auch wieder den nächsten Sieg. 12, sehr schön. Da haben wir den Kill, 13 Cubes gesammelt. Und jetzt mal ohne Witz, diese Streak, die wir jetzt nebenbei aufbauen, ist wirklich krass. 13 wirklich, das ist schon echt viel. Also vielleicht können wir eine gute Streak aufbauen, mal schauen. 9 Trophäen für die Teamereignisse, also ein Sieg. Der hat auch einen Skin. Hä? Wo hat er den Skin? Das ist die große Frage. Also ich habe ja den Pass gekauft. Jetzt habe ich den so weit weggeworfen. Jetzt habe ich den gerade über dieses Hindernis weggeworfen, dass er ganz weit weg war, aber passt. Sehr schön. Okay, das Wichtigste wird wieder die Mitte sein. Die Jackie Killman ist trotzdem noch. Jetzt haben wir 4 Cubes schon mal direkt und damit haben wir normalerweise Sieg. Nummer 14 glaube ich sogar schon. Das ist eigentlich echt krass langsam. Hier, zack, mal die Ulti nutzen. Sehr schön. Der Brock will auf den Cube. Normalerweise haben die kein Gadget, oder? Ich denke mal nicht. Und damit haben wir es. Okay. Jetzt bin ich gespannt. Es kann sein, dass sogar direkt 2 Ereignisse auf einmal freigeschaltet werden. Primo haben wir übrigens damit ganz nebenbei auch schon mal auf 60 Trophäen gepusht. Das waren gerade mal 4 Games. Das ist halt dumm. Na, das ist halt so viel einfach. Das ist krass. Okay, wir schauen rein. Teamereignisse. Freischaltet in 4 Games oder so auch schon wieder so Sorgquests. Auch ganz nebenbei. Übel geil. Danach auch Sonder... Okay, wir schauen jetzt mal hier rein. Teamereignisse. Das heißt, es sind 2 Stück auf einmal. Einmal Tresorraub und einmal Knockout. Jetzt schauen wir uns die Map an. Wir haben einmal Knockout. Würde ich sagen, eher offene Map. Werfer auch gut. Tresorraub. Ja, also insgesamt jetzt mal eher ein Distanz-Brawler. Hatten wir jetzt auch noch gar nicht. Okay, also auf jeden Fall fällt Miku raus. Jessie mit ihrem Turret. Turret, perfekt. Turret. Keine Ahnung, wie es ausgesprochen wird. Mit ihrem Geschütz auf Deutsch. Ich werde es gerade hören, wie es ausgesprochen wird. Okay, pass auf. Turret. Das war sehr wichtig zu wissen. Jetzt wissen wir es genau, wie wir es aussprechen können schon mal. Lass mal Jessie bleiben, oder? Oder Nita? Nee, das ist eher für Jessie. Die Map ist eher für Jessie. Aber ich sag ehrlich, von den Angeboten hier, guck mal, Frank, Sam, Ash, Gale, das ist alles jetzt nicht so perfekt dafür, oder? So, wir haben nur keine Powerpunkte oder irgendwas mehr übrig. Ganz ehrlich, lass mal einfach alles kaufen. Das sind alles reduzierte Powerpunkte und Münzen, die wir sowieso bestimmt gut gebrauchen können. Dazu kriegen wir noch einiges aus dem Brawl Pass. Also die Angebote würde ich eigentlich alle mitnehmen. Und für das Angebot allein kriegen wir nochmal 2000 Münzen. Also irgendwie wäre es dumm, es halt jetzt nicht mitzunehmen, ne? Sage ich ehrlich. Okay, jetzt wäre schon Power 7 sehr, sehr wichtig. Einfach aus dem Grund, weil das Gadget bei Jessie super stark ist. Nee, die Star Power ist vor allem stark. Die Star Power will ich jetzt nicht holen. Dann sind alle unsere, das ist alles weg. So viel, also es ist, keine Ahnung, so ein Brawler zu maxen kostet, wie gesagt, auch 100 Euro. Das muss es echt nicht sein. Doppelte Geschwindigkeit, natürlich. Auf jeden Fall für Tresorraub als erstes. Das ist es jetzt, pass auf. Skin, by the way, haben wir jetzt... Nee, kostet noch alle Gems, brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Das passt. Okay, Tresorraub müsste eigentlich sehr gut laufen. Wir machen die 2 Runden und dann haben wir auch schon gleich das Saison-Quest. Wir werden auf jeden Fall auch das Angebot kaufen, habe ich euch auf jeden Fall versprochen, ne, dass wir so ein Skin-Angebot plus einen Brawler kaufen. Ja, wir könnten noch das Miko-Angebot holen. Werde ich mir noch überlegen, aber vor allem, ja, will ich halt natürlich einen Brawler. Jetzt ganz wichtig, wir brauchen auf jeden Fall das Turret. Turret ausgesprochen von ihr. Hier vor uns, doppelte Geschwindigkeit. War ganz okay. Oh mein Gott, war mehr als okay. Sind fast alle gestorben. Perfekt, jetzt hier das nächste Turret. Und wir müssen vor allem die doppelte Geschwindigkeit nutzen. Jetzt. Doppelte Geschwindigkeit. Flächenschaden. Schau euch das halt an. Vor allem auf den unteren Trophäen ist halt Jessie. Die sind halt so überfordert. Ja, schau euch das halt an. Jetzt nochmal doppelte Geschwindigkeit hier aktivieren. Wir können leider das Turret nicht healen, aber wir haben es. Also, wir nennen es am besten einfach das Geschütz. Ich hoffe, ich trigger hier nicht viele zu sehr. Damit hier der Sieg. Und jetzt... Platz 13 halt, der 15. Sieg jetzt hier in Folge. Ich hoffe, wir halten die Streak einfach bis zum Ende heute. Und jetzt Knockout. Müsste mit Jessie eigentlich auch klar gehen. Gegner haben auch Jessie und mir fällt gerade ein, Knockout ist ein bisschen riskant, oder? Weil wenn unsere Mates sterben, werde ich halt safe nicht so einfach ein 1 gegen 3 gewinnen, aber... Ja, das sieht gut aus. Hier der Flächenschaden, jawohl. Und ich glaube, ich habe auch bessere Mates bekommen vor allem. Weil es wäre jetzt schon schade, die Streak ist natürlich bei sowas wegzuwerfen. Also gerade Knockout ist natürlich ein bisschen riskant deswegen. Deswegen gehen wir am besten auch gleich wieder Solo schon. Wobei ich Knockout eigentlich mag, aber... Bis am Ende verliere ich dann die Streak. Oh, Junge, wieso habe ich ein so gutes...
Hey, no joke, wir machen noch eine Runde mit denen. Ja, safe. Und dann haben wir auch, glaube ich, direkt die Quest freigeschaltet. Also, free. Machen wir auf jeden Fall. Und wir haben jetzt auch direkt nämlich die ersten sogar... Ne, ich kann nicht auf nochmal spielen drücken. Wieso kann ich nicht auf nochmal spielen drücken? Nein, das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Triple Jesse. Nein. Das ist überhaupt nicht gut. Ich bin eigentlich die höchst gelevelte Jesse. Das heißt übrigens, dass die anderen noch schlechter gelevelt sein müssen als ich. Junge, als ob wir das einfach so easy als Triple Jesse holen. Das ist ja so geil. Ich fühl's gerade anders. Triple Jesse eigentlich nicht stark. Also auch für den Modus ist nicht das allerbeste. Also eigentlich sind so richtig gute Sniper gut. Also vor allem Piper, Bell oder vielleicht auch Werfer wie Sprout oder vielleicht auch sowas wie, keine Ahnung. Ja, sowas halt, ne? Aber Triple Jesse scheint auch zu funktionieren. Wir haben gleich die Quest damit freigeschaltet und... Ja, ist halt krass. Jetzt mit dem Gadget hier auch nochmal. Warten mal kurz ab. Ist hier einer in Red? Ich mach mich hier schon mal an. Ja. Eine Jesse ist weg, aber zwei bleiben übrig. Ah, ich bin der letzte Jesse. Egal. Passt. Triple Jesse OP auf jeden Fall. Wo stehen wir jetzt? Plus 8. 17er Streak. 5 Trophäen fehlen. Und dann bin ich sehr gespannt, dass wir alles kriegen. Muss super viel sein eigentlich. Dafür brauchen wir jetzt einfach nur den Sieg hier mit Jesse. Das sollte hoffentlich relativ leicht werden, gehe ich mal von aus. Wir wissen es natürlich nicht, aber komm, Top 4 muss drin sein. Und durch die plus 5 Trophäen kriegen wir dann sowieso mit der Winstreak locker die ist freigeschaltet. Und dann bin ich sehr gespannt. Müssten eigentlich sehr viele sein. Hä, und die Map habe ich irgendwie gefühlt noch nie gespielt. Hä, die ist übel cool, oder? Irgendwie ist sie geil. Fällt mir. Der Poco ist immer noch bei seiner ersten Kiste. Okay, fairerweise, er hatte schon 2 Cubes, aber Poco ist echt nicht gut, um Kisten zu holen. Was ist denn das für eine Map? Hä? Komisch. So, hier liegt einfach random ein Cube. Kann natürlich auch eine Falle sein. Nee. Okay. Keine Ahnung. So, jetzt aber Showdown und ich habe nicht mal irgendwas machen müssen. Perfekt. Und jetzt wird's interessant. Also, erstmal nochmal plus 15 Trophäen. Wir haben inzwischen eine 18er Streak übrigens auch. Und wir sehen, plötzlich aus dem Nichts kommen einfach die Quests. Hä? Und jetzt automatisch wahrscheinlich freigeschaltet. WTF, wie geil ist das denn bitte? Pass auf. Erstmal noch einen weiteren Stardrop. Selten. Selten. Ich hasse es, wenn man selten... Ich bin wahrscheinlich nicht der Einzige, ne? Auch super seltene Drops sind auch schon, finde ich, nicht so geil, aber die seltenen sind echt die schlimmsten. Jetzt, passt auf. Wieso haben wir die Quests gerade schon gesehen? Ah, das sind die neuen Tagesquests, die ich gerade reinbekommen habe. Ach so. Jetzt aber Saisonquests. Okay, was haben wir? Spezialquests erstmal? Die sind auch relativ neu noch, oder? Jetzt ist schon länger, keine Ahnung. Ah, das sind so Sprays, die ich kriegen werde. Okay, jetzt wird's interessant. 500 Marken. Wie viele Quests gibt es? Oh mein Gott. Vor allem sind es auch jedes Mal 3 Brawler, hä? WTF. Okay, chillig. Hör das mal auf. Oh mein Gott. Hallo? Oh mein Gott. Okay, wie lange dauert die Season noch? Wir haben noch 2 Wochen. Schaffen wir. Also, wenn natürlich genug Folgen kommen und ihr das Projekt supportet, kann ich auch viel bringen, ne? Okay, bei 300 Trophäen kriegen wir Sonderereignisse. Und dann hier 450 Credits. Ich dachte mir, ich bleib trotzdem erstmal bei Jesse. Wir sind am selben Spawn schon wieder gelandet. Perfekt. Weil wir Jesse eben schon Power 7 haben. Na, ich meine, ich muss mir das halt überlegen. Aber das Problem ist, ich habe jetzt nicht unendlich Münzen, um jeden Brawler zu leveln. Deswegen. Aber wir machen gleich mal den nächsten wieder. Hallo Poco. Junge, wieso macht er noch einen wütenden Pin und läuft in mich rein? Super, das bockt. So, der Brock killt hier für mich den Bow. Perfekt. Bow übrigens auch sehr stark inzwischen. Junge, es ist so gut. Und jetzt ist die Frage, welche Quests haben wir? Es muss eigentlich sehr krass werden. Ich mach kurz die Cam aus. Plus 15 übrigens wieder, gleich die 20er Streak auch. Und wir haben 9 Seiten an Quests. Fortschritt in 27 Quests erreicht. Gewinne Kämpfe. WTF. WTF. Das wird krank werden. Dann bleiben wir erstmal bei Jesse und in 2 Siegen kriegen wir... Und wir haben auch einen Brawl Pass, wenn wir gleich safe noch vorankommen. Passt auf. Okay, dann machen wir es so. 1 Sieg noch mit Jesse, 1 Sieg mit El Primo. Das heißt, 2 Siege brauchen wir noch. Dann haben wir den nächsten Modus und dann wählen wir einen passenden Brawler für den Modus wieder aus. Und wir wollen, wie gesagt, immer noch versprochen, dass wir uns das eine Skin-Angebot kaufen. Vielleicht finden wir ja da ein passendes Angebot, wenn der Brawler dazu passend ist, weil... Ja, es sind halt irgendwie nur Tanks, ne, die im Angebot sind. Oh, das ist chillig. Okay, es muss halt irgendwie... Oh, ist doch nicht so gut wie... Ja, doch, alles gut. Jetzt hier einfach das Turret rein. Das Turret, keine Ahnung. Okay, ich muss aufpassen. Das wäre fast schon die Streak gewesen sogar. Muss aufpassen. Das wäre Platz 5 fast gewesen. Aber alles gut. So, da können wir schön unseren Flächenschaden ausnutzen. Jetzt ist unser Turret. Wie auch immer es ausgesprochen wird. Und damit haben wir gewonnen. Geil. Wir gehen mal zu El Atomico und haben jetzt einen Sieg. Jetzt bin ich gespannt. Bosskampf vielleicht? Jetzt wird's interessant. Ich finde die Map immer noch übel geil. Wie heißt die denn eigentlich? Dornendüden habe ich, glaube ich, gelesen. Also, wenn wir jetzt gewinnen, haben wir den 21... Ich muss erstmal kurz konzentrieren. Gadget. Ich bin so dumm, ich habe ihn weggeworfen. Er kommt zurück. Er kommt doch nicht zurück. Er kommt doch zurück. Oh, aufpassen. 21. Win in Folge und haben die nächsten Ereignisse freigeschaltet. Also, mal schauen. So, oh, das ist ein anderer El Primo. Den jetzt ins Werfen gut gewesen, ja. Also ich habe jetzt schon mehrfach die Gegner nur weggeworfen. Das war echt nicht so smart. Ich gehe jetzt hier auf den Bow als nächstes. Ja, geil. Wichtig. 7, 8 Cubes.
Jetzt hier die Shelly einmal drauf ulten. Jawoll, und wir sind in Showdown und einfach drauflaufen. Weil wenn wir weglaufen, kriegen wir noch mehr Schaden. Also ja, easy. Nice. Der 21. Sieg damit in Folge. Wir kriegen auch direkt den nächsten Quest. Wir kriegen gleich einen ganzen Haufen schon mal in Quests auf einen Schlag. Und vielleicht haben wir Glück. Oha. Oha, nein. Immer wenn man denkt, man kriegt einen legendären, ist es dann doch nur der mythische, ne? Aber egal. Komm. Oh, was? Hä, das ist übel krass. Das ist direkt der erste epische. Und vor allem nicht mal ohne... Wir haben ja jetzt nicht mal ein Angebot gekauft. Einfach aus dem Stardrop, hä? Einfach Pearl? Wie random kann das denn jetzt? Übel geil. Übel. Junge, wir haben jetzt schon so einen Fortschritt für die erste Folge. Alle gegen einen. Ach so, beginnt erst. Ja, okay. Bei euch wird es wahrscheinlich schon begonnen haben. Dafür können wir es dann bestimmt in der nächsten Folge spielen. Safe. Geil. Oh, wir haben noch... Wir haben einen Jäger. Wir haben den Jägermodus neu. Der ist übel geil. Die Frage ist, ist natürlich ein bisschen Risiko, dass wir da auch die Top 4 Saves schaffen. Dann müssen wir spielen jetzt. Okay, Zwischenstand. Wir haben jetzt schon den ersten epischen und den ersten mythischen Brawler. Wir haben einen super seltenen und also insgesamt 7 Brawler von 73, die wir noch freischalten müssen. Also, boah. Und es kommen noch neue natürlich im Laufe des Projekts sowieso. Ich kann mal hier durchscrollen, ne? Das ist so alles, was wir noch freischalten müssen. Aber ich hab Bock, es wird ein geiles Projekt werden. Also jetzt schon die erste Folge bockt sehr, vor allem mit den Siegesserien. Deutlich mehr. Oh, Brawler Pass, Sekunde. Oha, ich korrigiere, direkt der nächste Brawler, also schon 9 in der ersten Folge. Das ist sehr krass. Aber dafür wird es dann umso besser werden. Wir kriegen wahrscheinlich weniger, logischerweise weniger Brawler die nächsten Folgen, aber dafür wird es sich geiler anfühlen, weil es vielleicht ein mythischer wird, ein legendärer und so weiter. Oder erstmal episch und super selten natürlich. Brock zuerst. Brock ist wahrscheinlich mein bester Brawler im Spiel. Da habe ich sogar gegen Legendary-Leute irgendwie 9:1 oder so gespielt in Powerliga. Also sehr krass, sehr krass. Okay, das müssen wir uns noch holen. 450 Credits. Und die ganzen Quests werden natürlich sowieso nebenbei erledigt. Wir müssen uns aber wieder auf einen neuen Brawler nochmal festlegen jetzt eigentlich. Und ich wollte eigentlich immer noch ein Angebot kaufen. Das habe ich versprochen. Müssen wir auch noch... Ah, es ist so viel für die erste Folge direkt. Aber es ist irgendwie auch geil. Wir wollen da Jägermodus spielen. Boah, relativ offen, oder? Also das ist jetzt wirklich ziemlich riskant, was ich mache. Weil ich weiß, es ist... Ich glaube, wir hätten noch lieber... Egal. Auf der niedrigen Trophäenhöhe geht das zum Glück, klar, aber normalerweise ist es ja eigentlich ziemlich riskant, einen Nahkämpfer zu nehmen, glaube ich, oder irgendeinen Brawler, der auch nicht so leicht rankommt an die anderen Brawler. Wichtig ist auch einfach aggressiv gehen, ne? Es kommt nur auf die Kills an, also es ist völlig egal, wie wir hier sterben würden. Also El Primo würde ich auf jeden Fall nicht mehr nehmen. Es war jetzt echt lucky, dass die jetzt nicht so schlecht spielen. Ich glaube, Pearl wäre besser gewesen, auf jeden Fall. Das ist wirklich, das war riskant. Okay, wir warten hier kurz ab. Wir müssen erstmal healen. Ja, aber es wird safe Top 4, oder? Normalerweise. Ja, die laufen auch sehr krass in einen rein hier. 2 Kills noch. So, hier ist eine Rosa. Auch die können wir ohne Schild ziemlich easy kriegen. Jetzt müssen wir eigentlich nur unsere Ult aufladen lassen. Genau, die haben wir jetzt. Und der läuft rein. Ja, aber wirklich jetzt... Oh, wir haben noch nicht gewonnen. Achso, los. Wir sollten auf jeden Fall nicht mehr Nahkämpfer nehmen für den Bonus. Das ist nicht laut. Entweder Brawler, die halt rangehen können oder halt auf Range auch ganz gut sind. 22er Winstreak und jetzt wird's spannend. Die Quests mal wieder. Wir müssen uns mal langsam die ersten abgeschlossen haben. Immer noch 0 Quests abgeschlossen. Ja, dauert noch ein bisschen. Okay, komm. 30 Trophäen. Ist so viel, was wir heute kriegen. Wir müssen aber jetzt die Quests irgendwie fertig kriegen. Ich glaube, wir müssen die hier gewinnen. Wo haben wir die denn? Gewinne 5 Kämpfe. Unter anderem, ja, Solo-Showdown sehr viel. Genau, Solo-Showdown. Das müssen wir machen. Oh, wir haben nochmal 150 Powerpunkte gratis. Das könnte schon mal helfen. Ich will jetzt Pearl spielen. Komm. Das Ding ist, wir können uns das Gadget eigentlich nicht leisten, oder? Machen wieder Power 7. Ich will wenigstens das Gadget eigentlich... Ich muss einen Gem dafür ausgeben. Und jetzt halt dumm, ne? Jetzt halt wirklich dumm. Ich muss es halt eh irgendwann machen. Dann geben wir jetzt die ersten Gems fürs große Münzenpaket aus. Da kriegen wir nämlich noch am besten Value raus, ne? 4680 Münzen. Das ist noch am schlauesten, wirklich verhältnismäßig. Macht es auf jeden Fall nicht zu Hause nach. Also es ist nicht schlau natürlich, das trotzdem allgemein zu machen. Vor allem die Pakete sind auch nicht guter Value im Vergleich. Ja, das reicht natürlich jetzt erstmal aus mit den Münzen, dass wir uns hier locker jetzt nämlich dieses unfassbar starke Gadget kaufen können mit dem Brandschaden. Und jetzt geht's los, Leute. Und gleich haben wir die Credits nämlich. 3 Siege jetzt für Solo-Showdown, glaube ich, noch. Oder 2 brauchen wir. Dann haben wir die ganzen Quests erledigt. Dann haben wir bei wie viel Trophäen? 350 Trophäen kriegen wir 450 Credits nochmal. Ist auch das Pearl-Gadget ist auch nochmal krank, ne? Schaut euch den Brandschaden an. Dann, oh, es reicht nicht, perfekt. Dann haben wir immer noch das Angebot, was wir kaufen wollen. Also es wird auf jeden Fall absolut krank werden. Es wird total viel geben. Pearl ist übrigens aktuell auch ein sehr starker Brawler weiterhin. Nur schon mal als Info. Das war super schlecht, ey. Das war so schlecht. Am besten eigentlich sogar ein bisschen diesen Hitzebalken aufladen. Nein. Oh, gut, dass er die Ulti hat. Ich hätte fast meine Streak gerade verkackt, ne? Ich will die Streak heute auf jeden Fall noch bis zum Ende halten, ne? So ist es jetzt nicht. So, hier einfach schön in die Ems reinlaufen. Und Pearl ist aktuell, glaube ich, jetzt nicht OP, aber er ist echt ein solider Brawler. Und er wurde ja auch leicht genervt immer wieder, aber er ist immer noch sehr solide. Auf jeden Fall. Junge, warum? Warum? Was macht er da? Keine Ahnung. Soll er halt machen, was er denkt. Wir gewinnen. Und es bockt richtig. Wir haben gleich wieder den nächsten Brawler. Und da ist es. Haben wir es geschafft? 3 Quests? Ah, das waren nur diese Schadensquests und so, aber es geht schon mal weiter. Spray kriegen wir auch. Dann machen wir die nächste Runde. Dann haben wir die 450 Credits und super viel Fortschritt im Pass wieder.
Ey, wie viel kriegt man direkt in der ersten Folge? Wie krass ist das eigentlich, hä? Allein, dass wir so viele Quests haben, ist halt absolut krank. Also ich hoffe einfach, dass diese Folge gut bei euch ankommt. Denn es ist am Ende vom Support abhängig. Ne? Wenn die Zuschauer halt keinen Bock, also ihr keinen Bock drauf habt, mehr zu sehen und das Video schlecht ankommt, dann, ich muss aufpassen, dann werde ich natürlich auch weniger Folgen zu bringen. Ganz einfach, ne? Logisch. Ich bringe halt am Ende das, was ihr euch anschaut. Das ist ja auch meine Aufgabe als Creator. Oh je, deswegen hoffe ich einfach, dass die Folge absolut viral geht, hoffentlich, dass wir weitere Folgen hoffentlich sehen werden zu einem Projekt. Das ist echt schade. Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass es schlecht ankommt, weil ich finde, die Folge bockt auch gerade so aufzunehmen und es passiert auch so viel in der ersten Folge schon. Also eigentlich muss es gut laufen, hoffentlich. 6 Cubes, sehr gut. Ah, der nervt jetzt ein bisschen arg mit seinem Bären, muss ich wirklich sagen. Das ist theoretisch das Gadget. Ich bin ja so bad gerade, was war das denn? Egal. Ja, Hauptsache ich gewinne jetzt. Ja, Top 2 schon mal. Shelly. Hey, chillige Ult, gut. So, jetzt aber, komm! Nein, komm. Ja, sehr gut. Da ist der Win und das bedeutet, wir haben jetzt, ich glaube, einen Haufen an Quests, passt auf. Und diese 5er Quests. Wir hatten gerade 3. 5 nochmal. 8 Quests in 2 Runden erledigt. Ich hab's gesagt, ne, das ist eine ganze Menge jetzt. Siegesserie auf 24 inzwischen, passen. Zu Weihnachten irgendwie auch ein bisschen. Da haben wir es. 1304. Oh mein Gott, ist das immer geil. Oh mein Gott. Okay, wir kommen dann noch gleich, würde ich sagen, direkt zum Angebot nochmal. Aber wir schauen erstmal gleich, was wir noch alles kriegen. Also Münzen. Nochmal Münzen. Schau mal, bin ich dumm, ich habe gerade irgendwie 4000 Münzen gekauft. Jetzt hätte ich sie doch eh... Ich habe vergessen, dass wir im Pass ja auch noch Münzen haben. Egal. Jetzt haben wir erstmal genug Münzen, nämlich 5600. Und wir kriegen bestimmt immer wieder auch geile Angebote, die wir nutzen können. 1600 Bling. Ja, aber 1600 Bling reichen ja nur für einen seltenen Skin. Hm. Jetzt muss ich mal überlegen, ob wir das irgendwie für einen Skin direkt nutzen werden. Jetzt erstmal die Credits. Das ist auf jeden Fall Brock. Jetzt ist schon mal Brock. Und dazu die Credits noch im Trophäenpfad, ne? Die Brawler gehen hier hoch, schon 5 seltene. Und das muss man jetzt auch mal wirklich sagen, so krass reingepayt haben wir gar nicht. Die meisten Gems haben wir noch übrig. Und in erster Linie haben wir die dafür genutzt, um halt Powerpunkte oder Münzen halt zu kaufen, um halt Power 7 Brawler zu haben. Ja, muss man dazu sagen. Aber ich finde bisher, es ist geil. Ich paye jetzt nicht einfach nur dumm rein, sondern mache mir schon gut Gedanken. Und das Projekt soll auch so sein, ne? Ich habe mich jetzt hier für Bow entschieden. Es ist nicht der erste Epische, aber wir natürlich einen Pearl gezogen haben. Bow ist so krass aktuell. Der hat 20% mehr Schaden und er ist reduziert. Wenn wir den kriegen würden, wäre sehr wichtig. Jetzt hier 450 Credits. Fast. Aber schon mal fast. Klubs ist hier als nächstes, sehe ich schon. Schauen wir schon mal ein bisschen hoch bei 500. Boah, wieder 430 Credits. Ich fasse es nicht. Es geht so schnell mit den Winstreaks. Okay, wir machen es so. Bei 400 Trophäen schalten wir Clubs frei und dann kaufen wir uns das Angebot. Wie versprochen. Aber wir müssen es mal wirklich kaufen. Aber es geht so krass voran. Wir kriegen dauernd neue Sachen. Wir bleiben erstmal bei Pearl mit dem Gadget. Und ich würde eigentlich mal wieder gleich eine 3-Runde einbauen. Aber ich will die erste Folge jetzt auch nicht zu lang machen. Aber ich glaube, eine lange erste Folge ist immer geil, um die Leute halt auch zu überzeugen. Und ja, wenn die Watchtime halt höher ist, wird das Video auch öfters vorgeschlagen. Also hoffe ich einfach, dass möglichst viele Leute natürlich darauf aufmerksam werden. Also hoffen wir mal, ne? 2 Cubes haben wir. Ulti ist auch bereit. Und wir brauchen ja eigentlich eh nur 3 Siege, ne? Dann haben wir es eh schon. Ne, 4, glaube ich. 4 Siege, stimmt. Mit der Hitze macht er auch so brutal viel Schaden, ne? Das ist ja krass bei Pearl. Vergesst aber jetzt, dass er diesen Hitzebalken überhaupt hat. Ja, ist halt hier. Passt auf, wenn wir das Gadget irgendwie treffen, das ist so ein unfassbar kranker Schaden gewesen. Ja, der läuft jetzt nur weg. Perfekt. Ist auch geil, dass Pearl die Wände auch aufmachen kann. Ist wirklich ein echt cooler Brawler. Obwohl er gar nicht so gehypt war. Ich finde Pearl cool. Winstreak schon mal 25. Es ist eigentlich gar nicht das Ziel von dem Video, aber es ist echt krank. Und der nächste Stardrop. Und wir haben 2 Siegen die nächste Quest schon wieder. Naja, okay. Okay, ich habe vergessen. Ich wollte eigentlich in 3-3 nochmal rein. Machen wir die nächste Runde. Ich glaube, Pearl wird auch eh gut für 3-3 sein. Also mal schauen. Oder außen sind so 2 Cubes. Die sind immer ein bisschen eklig, weil die Giftwolken relativ schnell kommen. Aber ich hole sie mal trotzdem. Ja, nee, das geht schon. Ja, mal schauen, bis man da raus ist. Oder wenn man, vor allem, wenn man die zu spät sieht und dann die Giftwolke schon da sind, dann verliert man oft einfach. Ah, es ging aber. Okay, die Giftwolke kommen noch nicht mehr. So, da ist der Brandschaden auf dem drauf. Er versucht wegzulaufen. 8 Cubes, lost. Wie komme ich auf 8? 5 Cubes, geil. Nein, er brennt, komm. Ja, easy, der Brandschaden ist halt auch wieder krass, ne? So, der letzte Gegner mit der Ulti. Und jetzt gehen wir wirklich in 3-3. Und wir brauchen, ich kann jetzt mal schauen, wir sind jetzt bei Sieg Nummer 26. Einen Sieg, achso, noch ein Sieg für die Quest gerade. Und danach die letzte Runde können wir mit 3-3 ja für die Clubs holen und für den Skin, für das Angebot, wie versprochen. Auf geht's. Und damit sind wir drin. Ja, wird easy werden, sage ich ehrlich. Wenn wir jetzt hier den Win nicht holen, bin ich echt traurig. Oh, Sekunde, jetzt bin ich jetzt echt verkacke, bin ich echt traurig. Okay, sehr gut. Die Streak muss schon halten jetzt, ne? So, Ulti hier auf den Bull. Wunderschöne Ulti. Oh, okay. Der Brandschaden war so unnötig, gerade egal. Okay, ist gut. 9 Cubes. Der Hank hat auch seinen Spaß da oben. Keine Ahnung, was er da macht. Junge, was hat er da vor? Ich check. Perfekt. Okay. Chillig.
Und der letzte hat sich einfach umgebracht. Super. Also wir müssen auch die nächsten Folgen natürlich immer höher pushen. Rang 10, aber zumindest in der ersten Folge ist, denke ich, solide. Boah, ist halt krass, wieder 5 Quests abgeschlossen. Das Ding ist, wir müssen ja in jedem Brawler nur so auf so 100 bis 200 Trophäen pushen. Dann haben wir ja schon die 10.000, ne? Aber in der Summe ist halt, ich werde halt einen Brawler auf jeden Fall mal höher pushen. Vielleicht schon in der nächsten Folge mal schauen. Okay, ich riskiere jetzt die Winstreak, ich weiß das auch. Aber ich kann auch nicht für alle Ewigkeiten jetzt nur Solo-Showdown spielen. Ich hoffe einfach, dass ich einigermaßen gute Mates bekommen habe. Lass mich verarschen, die machen gar nichts, glaube ich. Die brennenden Cookies waren leider auch daneben. Sind beide schon down. Ich muss mich schon mal zurückziehen. Oh mein Gott. Oh, die Ulti war natürlich jetzt auch wild. Ich hoffe, das schaffen wir einfach. Zack, Ulti jetzt hier. Jetzt habe ich aufgemacht. War nicht so smart eigentlich. Egal. Oh, wenn er jetzt nach vorne passt, ist eh geil. Sekunde mal, die Jackie hat jetzt 8000 Leben. Die chillen irgendwie komplett. Bitte mach den Ball einfach rein. Ja, oha, geil. Okay, wieder hier direkt das Gadget mal nutzen. Die haben auch besser getroffen als das letzte Mal. Schön nicht in die Ems reinlaufen. Und die Ems ist am besten hier schön raussnipen. Jawohl, hä, geht doch. Die Mates waren eigentlich gar nicht mal so schlecht am Ende. Die Double Jackies. Ja, okay, easy. Haben sie zum. Also ich muss ehrlich sagen, habe ich schon ein bisschen verkackt am Ende, aber insgesamt. Ja, 15-0 Starspieler und 28er Streak damit. Und wir kriegen ein Spray kostenlos, glaube ich. Oha, das ist cool. Okay, dann würde ich sagen, Clubs. Clubs freigeschaltet. Suche den besten Club für dich. Wir werden aber direkt einen Club selber gründen, sage ich jetzt schon. Perfekt. Super Club, auf jeden Fall. Willkommen im Club. Dieser Club könnte perfekt für dich sein. Was? Ich habe wirklich nichts gegen den BVB. Ey, was ist das denn jetzt? Ja, das ist das Highlight des Videos für mich. Ich fasse es nicht. Ich gehe erstmal raus aus dem Club. Tut mir leid, ich weiß es nicht. Ich wollte eben meinen eigenen Club. Nur Schalke erlaubt, die Beschreibung. Also was ich weiß, ich bin kein Schalke-Fan übrigens. Ich bin Lautern-Fan, also zweite Liga. Also FC Kaiserslautern. Ja, perfekt. Junge, wir gründen erstmal einen Club. Dieser Club könnte perfekt für dich sein. Ich stell mir vor, ihr seid BVB-Fan, das wird für euch gesucht. Oder Schalke-Fan, das wäre. Es ist echt, es ist so dumm. Aber der Name ist ja eigentlich kritisch, ne? Von den Community-Guidelines, schätze ich mal, wobei es ja zensiert. Wie nennen wir jetzt den Club? Ist die Frage. Wir nennen ihn Jonas Club 2. Wobei Club 2 klingt so inoffiziell. Machen wir Jonas Club. Einfach Jonas Club. So, wir brauchen ein gutes Abzeichen und zwar diesen Geist. Beschreibung mache ich einfach. Hi. Typ mache ich offen. Familienfreunde mache ich mal ein. Das wäre super, weil dann können uns nicht alle Leute rein, genau. Und ich mache extra für euch die Trophäen auf 0. Ich werde den Club aber von einem Mod wahrscheinlich wieder managen lassen. Der wird dann auch schauen, dass ihr aktiv seid, ne, oder so. Oder dass die Leute auch mitmachen. Aber ihr könnt auch gerne mit einem neuen Account rein, ist vielleicht cooler. So, zack, 1000 Münzen. Also am besten direkt nach diesem Clubkürzel hier suchen, ne. Ihr seht's hier, dass ihr nicht irgendwie nach Jonas, weil Jonas Club findet ihr, glaube ich, nicht ganz so leicht vom Namen. Bitte nicht enttäuscht sein, wenn der Club voll ist. Also ich denke mal, das Video werden 100.000 Leute oder so sehen. Oder diese Stelle bestimmt nicht ganz so viele, aber es passen halt nur 30 Leute in den Club rein, ne. Also ihr könnt gerne irgendwie auch einen eigenen Club gerne gründen und die Kürzel in den Kommentaren austauschen. Nur als Idee, wenn ihr auch vielleicht gerade Bock habt oder gleichzeitig mit mir auch das Projekt starten wollt, auch einen neuen Account machen. So, auch nochmal wichtig, wenn ihr einen neuen Account macht, bitte auf gar keinen Fall Geld ausgeben. Ne? Das ist mir echt wichtig. Ich würde gerne neu starten, aber dann vielleicht einfach im Vergleich schauen, wie weit ihr Free-to-Play kommt und viel spielen. Das finde ich auch cooler und weil das Geld kriege ich dann nur durch euch wieder rein und das ist um es auszugeben. So, jetzt aber in die Angebote hier rein. Eins dürfen wir uns aussuchen, hatten wir gesagt. Ein Skin plus Brawler. Es ist sogar noch ein neuer dazugekommen, oder? Na, Jackie wäre auch cool. Jackie haben wir schon. Wir hätten gesagt Skin plus Brawler. Also Griff? Ich finde diesen Weihnachtsfeier-Frank-Skin, glaube ich, so geil. Boah, sie sind alle cool. Ich entscheide mich, glaube ich, wirklich. Ich finde diesen Weihnachtsfeier-Frank. Ich finde ihn. Er ist gar nicht mal so krass eigentlich. Er ist auch nur als super seltener Skin eingerankt. Aber ich finde ihn wirklich so geil irgendwie. Einfach weil man zum Tannenbaum angreift. Ist natürlich Geschmackssache. Und wir haben jetzt auch einen weiteren Brawler natürlich. Das ist der einzige Brawler, den wir uns jetzt, glaube ich, direkt gekauft haben, wenn ich mich nicht täusche. Zumindest. Einmal Frank. Und dazu den Weihnachtsfeier-Frank. Frank ist übrigens aktuell der schlechteste Brawler im Spiel. Laut Pros. Ich finde nicht ganz so schlecht auf unteren Trophäen zumindest, aber ja, ich glaube auf unteren Trophäen ist er eh gut, ganz ehrlich, aber weiter oben nicht mehr. Oh, der Pin ist auch mal geil. Okay, ihr wisst, den müssen wir nochmal direkt hier auf Level 7 upgraden. Und ich hoffe, wir haben auch direkt irgendwie eine Quest oder so, die wir mit dem erledigen können. Und no joke, wir müssen dieses Gadget kaufen, damit können wir Gegner ranziehen. Finde ich übel starkes Gadget. Machen direkt den Skin an und gehen in Brawler. Weil in Brawler ist er noch einigermaßen solide zumindest. Schaffen wir es, aus dieser Folge ungeschlagen rauszugehen? Das ist jetzt die große Frage. 2 Siege, dann hätten wir die 30er-Streak. Die 30er-Streak direkt in der ersten Folge. Das ist eine Ansage. Ich sag ehrlich, wir schaffen das locker. Guck mal, jetzt hier direkt das Gadget. Frank ist auf den unteren Trophäen. Also wie gesagt, er ist bei den Pros. Ich find's echt krass, bei den Pros wirklich der schlechteste Brawler aktuell. Aber wir sind keine Pros. Also bei so bis zu 750 Trophäen würde ich sagen, ist er eh krass. Ne? Aber alles danach halt, schaut euch die Ulti auch an. Also als Erklärung, warum er so schlecht ist. Bei den Pros ist es so, ihr kommt gar nicht erst dran. Ihr kommt nicht ran mit euren Angriffen. Ihr werdet auf Distanz gehalten. Ihr habt keine Fähigkeit, um ranzukommen mit irgendwie einer Ulti oder sonst was. Und ihr sterbt einfach. Deswegen ist er der schlechteste Brawler bei den Pros. Das ist krass. So, direkt Starspieler. Ein Win jetzt noch. Komm, ein Win noch. Dann hätten wir es geschafft, bitte. Das muss jetzt sein. 30er Streak auch.
Ich finde, die Streak motiviert einen auch sehr, da nochmal dran zu bleiben und nichts zu verlieren. Also ich hoffe, wir können die Streak dann jetzt natürlich mitnehmen für das nächste Video auch direkt. Imagine, wir brechen einfach den Rekord. Ich habe ja gestern eine 100er Winning Streak aufgestellt. Und dann brechen wir die einfach ohne irgendwie krass hier mit Pros oder so zu spielen, ne? Wäre schon geil. Okay, komm, jetzt hier nochmal die Ulti bereit. Ich liebe Frank auf den unteren Trophäen, ist ja so geil. Schaut ihn euch an. Der Miko war auch motiviert. Lass immer so ein Tor schießen. Zack. Let's go. Sehr geil. Und damit haben wir nochmal Starspieler erstmal. Schon 26 Trophäen wieder mit Frank und eine 30er Siegesserie. Wir haben jedes Game gewonnen heute. Das wird auf jeden Fall nicht so bleiben. Ich will auch weiterhin 3 vs. 3 spielen, da werden wir noch verlieren. Aber wir haben noch was im Pass. Yo, was? Was eine geile erste Folge ist das bitte. Jetzt haben wir nochmal so viele Powerpunkte schon wieder. Und wir können locker vielleicht in der nächsten Folge schon mal die erste Star Power überlegen. Dann ist die Münzen halt immer so wertvoll. Das nervt mich. Wir brauchen mehr Münzen auf jeden Fall. Gar nicht ganz zu schweigen von einem Hyper-Charge. Der kostet uns 5000 Münzen. Jetzt merke ich erst, wie teuer das ist. Obwohl wir reinpayen, also merkt ihr schon, Münzen sind echt selten. Ich glaube, wir kriegen sogar noch Bow. Oh, wir kriegen noch Bow. Das kann nicht sein. Was eine Folge, Junge. Bow hat lange im Rumble Jungle überlebt. Bow absolut krank. Bow 20, ich glaube 15-20%, also sagen wir so 17% gerundet, glaube Schadensboost. Die haben den so krass verbessert, der ist einer der stärksten Brawler aktuell, sagen alle Pros. Ich denke, er wird auch bei uns stark sein. Kriegen wir noch Cold? Noch nicht. Wahnsinn. Hä, wie viele Brawler einfach. Wie geil. Hä? Oh, wir haben noch was vergessen. Münzen. Jetzt haben wir schon fast 4000 Münzen wieder. Haben nochmal total viele Powerpunkte. Schaut euch die Brawler an. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5 seltene, 2 super seltene, 2 epische, 3 epische, 1 mythischer. Und dann vielleicht auch schon der erste legendäre relativ bald, hoffe ich mal. Oder der erste mythische, den wir aus dem... Ich bin lost, wir haben auch den Star-Pfad total. Ich habe vergessen, da reinzuschauen. Da sehen wir es. Oha, das ist geil. Da können wir auch die zwischen den Brawlern auswählen. Das ist wirklich, wirklich krass. Also wenn ihr euch irgendwas wünscht, was ich machen soll, oder wenn ich ein Projekt pushen soll oder sonst was, alles gerne in die Kommentare unbedingt schreiben. Und das war die allererste Folge. Wenn ihr also nichts verpassen wollt, lasst unbedingt ein Abo da. Mir hat es mega Spaß gemacht. Ich bin auf euren Support angewiesen für weitere Folgen. Ihr wisst es, deswegen haut rein. Danke für den krassen Support. Mir hat es so Spaß gemacht. Ich hoffe, es wird gut ankommen. Haut rein. Ciao.